Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und in dieser neuen Folge werde ich dir zeigen, wie man den Blutdruck am vernünftigsten misst und welche Fehler man beim Blutdruckmessen machen kann. Zunächst einmal möchte ich aber wiederholen, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Du hast erfahren, dass der Blutdruck schon lange bekannt ist, aber erst in den letzten Jahren oder Jahrhunderten messbar geworden ist. Dass es einen Herrn Rivarocci gab, der die systolische Blutdruckmessung entdeckt hat, und dass es einen Herrn Korotkow gab, der die Korotkow-Töne gefunden hat, mit denen wir nun in der Lage sind, auch den diastolischen Blutdruck zu messen. Und der systolische und der diastolische Blutdruck und die Differenz zwischen beiden sagen dir etwas über deine Elastizität der Gefäße aus. Das hast du in der letzten Folge sehr schön gelernt. Heute gehen wir auf die spannende Frage, welcher ist der richtige Blutdruck und wie kannst du ihn unter welchen Bedingungen am vernünftigsten messen? Viel Spaß bei der vierten Folge von Runter mit dem Blutdruck.de unter dem Titel Blutdruck messen, wann, wie, wo. Das Thema sagt dir schon, dass es nicht ganz egal ist, wann man welchen Blutdruck unter welchen Bedingungen misst. Als allererstes möchte ich dir sagen, dass dein Blutdruck niemals eine Konstante darstellt. Du wirst immer schwankende Blutdruckwerte haben, denn diese schwankenden Blutdruckwerte entsprechen deinem Lebensrhythmus, deinem Bewegungsgefühl, deiner Atmung, deiner Belastung, deinem Stress. Und damit habe ich dir auch schon die ersten wichtigen Faktoren genannt, die deinen Blutdruck beeinflussen. Grundsätzlich musst du wissen, dass der Blutdruck einer Tagesrhythmik unterlegen ist. Sprich, in der Nacht ist der Blutdruck niedriger und im Laufe des Tages ist der Blutdruck höher. Das ist auch logisch, dass man das von einem Körper erwarten kann, der sich nachts zur Ruhe legt, dass er seinen Blutdruck senkt und damit auch seine Gefäße und sein Herz schont. Das Herz, das ja 60 bis 70 Schläge pro Minute macht, möchte da auch, wenn du schläfst, weniger arbeiten und zur Ruhe kommen. Das bedeutet, der Körper muss nachts, wenn du dich ins Bett legst, deinen Blutdruck senken. Man sagt so etwa, der nächtliche Blutdruck sollte 10-15% niedriger sein als der Blutdruck im Laufe des Tages. Also du musst behalten, der Blutdruck unterliegt einer Tages-Nacht-Rhythmik und in dieser Tages-Nacht-Rhythmik ist der Blutdruck nachts niedriger und im Laufe des Tages, wenn du tätig bist oder aufgeregt bist, höher. Wie kann man nun diesen nächtlichen Blutdruck etwa abschätzen? Wir haben uns insgesamt darauf geeinigt, dass der morgendliche Blutdruck auf der Bettkante, den du da misst, bevor du Medikamente eingenommen hast, am besten den nächtlichen Blutdruck, der während deines Schlafens da ist, widerspiegelt. Das heißt, die wichtige Aufgabe für dich ist, du musst deinen morgendlichen Blutdruck, wenn du wach wirst und 3-4 Minuten auf der Bettkante gesessen hast, messen. Im Laufe des Tages wird der Blutdruck mit Sicherheit höher sein. Du setzt dich also auf die Bettkante, wartest 3 Minuten ab und misst deinen Blutdruck. Und nach weiteren 3 Minuten misst du nochmal den Blutdruck und nach weiteren 3 Minuten nochmal den Blutdruck. Und der Blutdruckwert, der von diesen 3 Blutdruckwerten am niedrigsten ist, ist dein nächtlicher Blutdruck. Das heißt nochmal,
Dein nächtlicher Blutdruck, der ein wichtiger Marker für die Gefäßschädigung bei dir ist, der sollte morgens auf der Bettkante erfasst werden. Und dieser Bettkantenblutdruck, wenn ich ihn so nennen darf, der widerspiegelt, wie weit du dich in der Nacht mit deinem Herzen und im Schlafen zur Ruhe legen kannst. Was kann jedoch diesen nächtlichen oder morgendlichen Bettkantenblutdruck noch beeinflussen? Ganz einfach. Wenn du morgens aufwachst und du bist schon nervös, was der Tag so für dich bringen wird, dass du gleich irgendwas Wichtiges erledigen musst oder Angst vor einer gewissen Untersuchung oder ähnlichen Ärger hast, wird der Blutdruck automatisch höher sein. Und das ist nicht dein Blutdruck. Das bedeutet, du solltest den Blutdruck wirklich nur dann messen, wenn du körperlich und physisch und psychisch die Ruhe hast, den Blutdruck wirklich zu messen. Die körperliche und die seelische Ruhe sind eine wichtige Voraussetzung für die Messung deines Blutdrucks. Auch die Therapieentscheidung wird man von dieser Situation abhängig machen müssen. Das heißt, wenn du immer aufgeregt bist, wenn du den Blutdruck misst, wird man niemals in der Lage sein, deinen Blutdruck wirklich richtig zu messen und damit eine therapeutische Entscheidung hinzuführen. Du gehst also am besten her, entspannst dich am ganzen Körper, lässt deine Füße sinken, deinen Oberschenkel locker, deinen Bauch locker, deine Schultern locker und denkst an etwas Schönes oder begrüßt den Tag und dann misst du den Blutdruck. Und dann kommen Werte heraus, mit denen auch dein Arzt etwas anfangen kann. Zusätzlich ist wichtig, wie du dort sitzt. Wichtig ist, dass du erstmal sitzt und nicht im Liegen misst und dass dein Arm, wenn du ein Oberarmmessgerät benutzt, sich wirklich am Oberarm befindet und etwa die Manschette auf Herzhöhe ist. Das ist beim Sitzen und der Oberarmmanschette ganz einfach, denn da ist die Oberarmmanschette, wenn du den Arm runterhängen lässt, immer etwa auf der Herzhöhe. Wenn du dich aber hinlegst, kannst du diese Herzhöhe gar nicht mehr richtig bestimmen. Warum ist das mit der Herzhöhe so wichtig? Wenn du den Oberarm zum Beispiel beim Blutdruckmessen hochhebst, etwa, dass die Manschette in Kopfhöhe ist, dann wirst du wesentlich niedrigere Blutdruckwerte messen als in der normalen Position. Und das sind falsche Blutdruckwerte. Die sind nicht mit den Blutdruckwerten, die zu einer therapeutischen Entscheidung führen können, vereinbar. Das kannst du ganz leicht testen, wenn du dich mal hinsetzt und deinen Arm hoch neben den Kopf nimmst und dann den Blutdruck misst. Du wirst sehen, der ist wesentlich niedriger als der Blutdruck, den du misst, wenn der Oberarm ganz locker an deinem Körper herunterhängt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Messgeräte, die an den Handgelenken benutzt werden. Die Handgelenksmessgeräte müssen in ihrer Position immer auf der Herzhöhe sein. Diese Herzhöhenbestimmung ist nach vielen Anleitungen unter meinen Gesichtspunkten ungeeignet, um diese Herzhöhe wirklich festzustellen. Die einfachste Möglichkeit, das Handgelenk auf die Herzhöhe zu bringen, ist die. Du nimmst zum Beispiel das rechte Handgelenk und legst das Blutdruckmessgerät am rechten Handgelenk an und lagerst dann das Handgelenk quer über der Brust so, dass deine Fingerspitzen sich unter dem Schlüsselbein auf der Gegenseite befinden, und zwar in dem Loch zwischen dem Schulter und dem Schlüsselbein. Dann wirst du sehen, dass das Handgelenksmessgerät genau auf der richtigen Höhe ist. Wenn du diese Position eingenommen hast und du sitzt aufrecht, dann drückst du auf den Startknopf des Gerätes und legst den Arm wieder locker in die Position. Damit hast du immer eine gleichbleibende Position des Blutdruckmessgerätes in Bezug auf die Herzhöhe
und du bekommst vergleichbare Blutdruckwerte. Und nur diese vergleichbaren Blutdruckwerte registrierst du für deinen Hausarzt. Du hast also heute gelernt, dass die Ruhe, die Position des Körpers, die Position der Manschette ganz entscheidend sind für die Ergebnisse der Blutdruckmessung und damit auch entscheidend sind für die Wahl der Therapie oder für die Indikation zur Therapie überhaupt. Wichtig ist, dass du dies mit deinem Hausarzt besprichst und dass der mit dir bespricht, wie du die Blutdruckwerte machst und ihm dann die Blutdruckwerte auch mitteilst. Diese Blutdruckwerte solltest du einschließlich des Zeitpunktes immer in ein Heft eintragen, damit du siehst, wie sich deine Blutdruckwerte entwickelt haben und dass der Hausarzt auch weiß, dass du die Medikamente erst nach der Blutdruckmessung eingenommen hast. Ich hoffe, ich habe dir damit die erste gute Idee geliefert, wie du deinen Blutdruck verlässlich messen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Fragen für mich hast, dann werde ich dir gerne bereit sein, auf info-runter-mit-dem-blutdruck.de diese Fragen auch zu beantworten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.